hartnäckige Moose, Algen und Pilze haben sich auf eurer Terrasse abgesetzt? Wir begleiten eine professionelle Steinsanierung mit überzeugendem Vorher-Nachher-Effekt. Alles dreht sich um sie. Süße Früchtchen. Wir besuchen einen naturnahen Garten, der nicht nur schöne Plätze zum Verweilen hat, sondern auch zum Obstessen einlädt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Sendung, die euer Leben schöner, einfacher und besser macht und euch auch inspiriert. Wie sieht denn eure Terrasse aus? Gibt es da auch so Punkte mit Flechten und Moosen und ihr denkt ab und zu, naja, wenn der Besuch kommt, sollte ich das schon mal vorher ein bisschen sauber machen. Wir zeigen euch heute, wie ihr Hof, Balkon und Terrasse so richtig sauber bekommt. Regen, Schnee, Wind und Wetter verändert die Oberfläche von Pflastersteinen in nur wenigen Jahren. Das ist ganz normal, aber zugegeben auch ziemlich unschön. Schwarzalgen und weiße Flechten, die aussehen wie Kaugummis, übersehen die Oberfläche. Zeit für den Frühjahrsputz im Garten. Also ich glaube, das wird nichts hier. Da brauche ich ewig. Da muss eine professionelle Firma her. Um diese Pflastersteine zu reinigen, hilft keine Bürste mehr. Wir begleiten heute eine Steinreinigung, die Pflastersteine nicht nur reinigen, sondern auch pflegen und reparieren soll. Wir sind hier in Ravensburg bei Borg und haben den Auftrag für eine professionelle Steinreinigung, Steinsanierung. Vermutlich wurde hier noch nie gereinigt, vielleicht einmal mit dem Hochdruckreiniger. Das bringt aber gerade das Gegenteil. Wir reinigen zwar auch mit dem Hochdruckreiniger, aber mit Profigeräten, mit kochend heißem Wasser, also mit Dampf. Dann reinigen wir Pore tief und das ganz Wichtige, wir machen das nachhaltig. Wir versiegeln die Fläche zweimal und machen dann auch einen jährlichen Kundendienst. Und los geht's. Der erste Schritt der Fachmänner ist die Grundreinigung. Durch den sogenannten Skater fließen jetzt 28 Liter pro Minute. Dieses Powergerät sorgt dafür, dass mit 100 Grad heißem Dampf und 500 Bar Wasserdruck Pilzsporen, Dreck, Algen und Moose blitzschnell entfernt werden. Sporen und Keime werden abgetötet und können sich nicht mehr vermehren. Ganz biologisch. Und hier sieht man deutlich den Vorher-Nachher-Effekt. Aber wie funktioniert das genau? Mit dem Reinigungsverfahren tun wir natürlich die ganzen Fugen aussaugen. Und zwar sind es drei rotierende Düsen, wo zum einen reinigen und natürlich gibt es da nochmal eine zusätzliche Düse, wo das Ganze dann in einem Schlauch aufsaugt und natürlich nach außen befördert. Somit hat man nicht diese Verschmutzung auf dem ganzen Hof. Das Schmutzwasser wird in einem Behälter aufgefangen und kann nach dem Abkühlen im Garten als Gießwasser entsorgt werden. Für größere Flächen haben die Jungs ein absolutes Powergerät dabei, das sogar mit 3000 Bar reinigen kann. Eigentlich wäre es hier auf der Terrasse nicht nötig, aber die Jungs haben es extra für uns angeschmissen. Mit dem E-Drive ist das Gerät selbstfahrend und passt sich der Laufgeschwindigkeit des Bedieners an. Das lässt natürlich Männeraugen strahlen. So, jetzt sieht man deutlich den Unterschied nach dem Reinigungsverfahren von uns. Es ist hier wirklich nichts mehr geblieben. Keine Schwarzalgen, keine Flechten, auch keine Sporen. Es sieht wirklich sauber aus. Wir werden jetzt natürlich die ganzen Randbereiche bearbeiten mit speziellen Düsen. Und dann schauen wir mal, wie das Endergebnis ausschaut. Nachdem nun alle Flächen gereinigt sind, müssen die Steine abtrocknen. In der Zwischenzeit wird eine spezielle Pflegemilch angerührt. Doch wozu? Hier führen wir nochmal einen Veredelungsgang. Dieser Veredelungsgang füllt nochmal die ganz feinen Poren. Das Material ist auf Acrylbasis. Es füllt sozusagen die ganz feinen Poren im Stein. Letztendlich ist das Ganze unsichtbar, also transparent. Man sieht es gar nicht. Was wichtig ist, das Ganze ist natürlich rutschhemmend und witterungsbeständig. Das heißt, es platzt nicht ab, das vergilbt nicht. Und ja, es ist sogar salzbeständig im Winter, falls man Salz streuen tut. Durch den Druck wurde auch das Fugenmaterial ausgeschwemmt. In diesen feinen Sanden können Pilz- oder Algensporen sich gut vermehren, denn Sande speichern das Regenwasser. Im letzten Schritt werden deshalb die Fugen neu ausgefüllt, mit feinem Split. Hier sickert das Wasser durch. Split gibt Grünzeug also keine Chance zum Wachsen und so bleiben eure Pflasterflächen länger moosfrei. Das Ergebnis überzeugt uns, aber was ist mit den Kosten? Was die Kosten anbetrifft, es ist so, wir rechnen nach Quadratmeter. Erst ab einer bestimmten Quadratmeterfläche, so ab ca. 50, 60 Quadratmeter, macht es überhaupt Sinn, nach Quadratmeter zu rechnen.
Das heißt, alles, was drunter ist, rechnen wir pauschal vor Ort. Muss man sich natürlich die Flächen anschauen und dann sieht man den Arbeitsaufwand und dann gibt es einen festen Pauschalpreis, den man dann auch schriftlich bekommt. Oder wir rechnen nach Quadratmeter, was, wenn es drüber geht, es ist meistens immer so zwischen 12 und 15 Euro netto der Quadratmeter. Die 50 Quadratmeter sind in wenigen Stunden gereinigt. Statt tagelang zu schrubben, muss Frau Moosmann am selben Nachmittag nur noch ihre Deko-Elemente wieder zurechtrücken. Sie genießt noch die letzten Sonnenstunden an ihrem frisch gereinigten Lieblingsplatz. Schon genial, was die Profis so alles machen und auch das mit der Versiegelung, sodass das Ganze ein bisschen länger hält. Und von draußen springen wir jetzt nach innen und zwar zu unserem Wandprofi Andreas Neufeld. Er ist bei uns der Experte, wenn es um das Thema Wand, Bodenbeläge und natürlich auch Decken geht. Malervlies, das kennen wir meistens nur von der Wand. Und Andreas zeigt uns heute, wie er damit eine Decke macht. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man Decken mit Malervlies tapeziert. So, tapezieren werden wir heute ein Malervlies von der Firma Sto. Und zwar das Sto-Tap Pro 100P. Das ist ein Glasvlies. Es gibt verschiedene Malervlies-Varianten in verschiedenen Breiten. So, zuallererst, wenn ich tapeziere nicht bündig mit der Wand oder hier mit dem Sturz, sondern ich überlappe ein wenig. 2-3 cm und schneidet dann in der Ecke, weil wir haben hier auch einen Altbau, hier ist aber auch nichts 100% gerade und wenn ich jetzt bündig tapezieren würde, dann hätte ich hier irgendwo eine Stelle, wo dann keine Tapete ist und das will ich vermeiden. Jetzt gehe ich mit dem Zollstock hin und mache mir zwei Markierungen mit dem Bleistift bei 98 cm. So, als nächstes messe ich mir die Länge der Bahn. Dazu habe ich so einen Laser zur Hilfe. Damit geht das einfach noch mal ein bisschen schneller, damit ich weiß, wie lang ich die Bahn zurechtschneiden muss. So, wir haben jetzt 4,41,6 m. Ich rechne auf jeder Seite 2-3 cm dazu. Also sind wir bei 4,45 m. Das reicht mir. So, die Ränder, dazu könnt ihr euch einen Pinsel nehmen und die nochmal gerade durchgehen. Und wenn ihr Kleber auftragt, dann machen die meisten Leute eher den Fehler, dass sie zu wenig Kleber nehmen als zu viel. Deswegen seid ihr nicht zu sparsam. So, das geht jetzt los. Wartet doch nicht zu lange, wenn ihr den Kleber aufgerollt habt. Am besten direkt tapezieren, sodass euch der Kleber nicht vorher wegtrocknet. Und auch wichtig, bevor ihr anfängt hier zu arbeiten, grundiert die Oberfläche vorher. Dann trocknet euch der Kleber nicht so schnell und ihr könnt entspannter arbeiten. Dann habt auch weniger die Gefahr, dass später Blasen entstehen. So, und dann versucht ihr die beiden Markierungen zu treffen, damit ihr auch gerade läuft. Und rechts an der Wand ein bisschen überlappen. So. Der Vorteil ist auch, wenn ihr mit dem Kleber nicht gespart habt, dann ist es einfacher, die Tapete hier an der Decke noch zu schieben. So, und jetzt sehe ich schön, habe hier 2 cm Überlappung, hier 2-3. Und jetzt nehme ich mir meinen Spachtel zur Hilfe und drücke die Tapete auch direkt schon an. So, jetzt gibt es eine Stelle, die vielleicht ein bisschen knifflig ist, wenn ihr das noch nicht oft gemacht habt. Und zwar haben wir ja dieses Eck hier drin, ne? Das schneiden wir aus und das Ganze machen wir so mit dem Cuttermesser, immer wichtig, scharfe Klingen benutzen. So, das drückt ihr richtig in die Ecke rein, setzt genau an der Stelle an, an der Ecke und dann schneidet ihr so einen gleichen Bogen und dann könnt ihr die runterrollen lassen und schneidet das so gerade weg. So, der Teil, der wird weggeschnitten und der Rest wird jetzt noch angedrückt.
So, hier haben wir noch eine Ecke, die schneide ich auch aus. Schön fühlen, wo ihr seid. Das macht nichts. So. Das ist nicht schlimm. So, hier ganz wichtig, der Anfang muss perfekt sein. Weil wenn ihr am Anfang nicht gerade bündig mit der ersten Bahn tapeziert, dann werdet ihr hinten entweder rechts oder links rauslaufen. Und deswegen schön genau arbeiten. Andreas, vielen herzlichen Dank für den Tipp mit dem Malervlies an der Decke. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann naschen wir ein bisschen im Garten und wir zeigen euch, was man aus alten Balken so alles machen kann. Und weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Obst und Gemüse im eigenen Garten anzupflanzen, das liegt absolut im Trend. Doch nicht jeder, der möchte gleich einen großen Schrebergarten anlegen. Wir zeigen euch heute einen naturnahen Garten, der zum einen Plätze zum Verweilen anbietet und auf der anderen Seite auch schöne Plätze zum Naschen. Gartenträume werden Ihnen präsentiert von Ihren Experten für Garten und Landschaft, Gallabau Baden-Württemberg. Heute dreht sich alles um Sie, süße Früchtchen. Wir besuchen einen naturnahen Garten, der nicht nur verwunschene Plätze zum Verweilen hat, sondern auch zum Obstessen einlädt. Unter dem weinberankten Pavillon bietet sich an, hängende Erdbeeren zu pflanzen. Dann gibt es genug Platz für Sträucher wie Stachelbeeren oder für Obstbäume. In diesem Garten sind sie nämlich der Hingucker, die alten Apfelbäume aus Opas Zeiten. Also der Garten ist tatsächlich beinahe 100 Jahre alt und entstand eigentlich durch ein Gärtnereigrundstück von meinem Großvater. Also das ist die elterliche oder großelterliche Gärtnerei. Und damals waren die Obstbäume, die mein Großvater vor ca. 90 Jahren gepflanzt hat, waren eigentlich da die Saalweide, wo man im Hintergrund sehen, die alte. Und ansonsten war es Ackerland, eine Freifläche für Gemüse und Beerensträucher, wo er als Gemüsegärtner bebaut hat. Also wenn man den Garten betreibt, ist auf der linken Seite, also der Südseite, ist der alte Baumbestand noch von meinem Großvater, wie gesagt, die beinahe 100-jährigen Obstbäume, hauptsächlich Apfelbäume, die wir nach und nach auch nachpflanzt haben. Also wenn der Garten, wenn ein alter Baum abgestorben ist, haben wir so nachträglich noch Kirschenbäume, Pflaumenbäume, Zwetschgenbäume nachpflanzt. Aber auch schattige Plätze sind wertvoll. Hier gedeihen Farne und Funkien besonders gut. Und Funkien hat Herr Thomann in zahlreichen Variationen. Das Steckenpferd von mir, es sind einfach die Funkien, die Hosta, Siboldiana oder verschiedene andere Sorten. Hosta ist unheimlich große Sorte mit beinahe 60 Arten, verschiedene Arten oder 60 Gattungen mit verschiedenen Unterarten. Und eine der schönsten Sorten oder eine der schönsten Funkien ist die Hosta Siboldiana Elegans mit ihrem blau-grünen Blatt, also wunderschön so blaue Gärte. Eine weitere attraktive Sorte ist die Sorte Patriot, also mit ihrem weiß-grün panaschierten Laub, also zu weißen Gärten. Also naturnahe Gärten zeichnet sich in erster Linie mal aus durch die Natürlichkeit, durch die Inspiration von der Natur. Und für mich das Wichtigste ist einfach, dass die Naturgärten ganzjährig attraktiv sind. Also viele Kunden denken immer, im Schatten wächst nichts oder der Schatten ist uninteressant. Das ist tatsächlich falsch. Gell? Der Schatten entwickelt sich viel, viel schönere Blattstauden,
Wahrscheinlich können Sie mehr Wasser speichern, sie vertrocknen nicht so schnell. Im Eingangsbereich oben bei der Türe ist jetzt eigentlich Dauerschatten, da haben wir Funkie, da sind die Rotgersie, also schöne Blattschmuckstauden, Hortensien, also ganz, ganz interessante Sachen. Stauden sind wichtige Begleiter in einem naturnahen Garten, auch für Insekten. Wichtig ist, dass früh im Jahr schon eine Blüte kommt, dass die Insekten frühzeitig schon Nektar kriegen, wenn nur wenig blüht in den Gärten. Zum Beispiel dieses Beet fängt jetzt an, im April mit Tulpenzwiebeln, mit Narzissen, mit weiteren Geophyten. Bunt ist das dann, also von Pink, Gelb, Weiß, Querbeet gemischt. Dann kommt später, Anfang Mai, ist das ganze Beet blau, da kommt die Allium giganteum, der Riesenzierlauch, die Nepeta faseni, die Katzenminze blüht. Und dann noch die Geranium macrorhizum, der Prachtstorchnadel in blau. Das wirkt dann dieses Beet wie so ein blauer Fluss, der sich durchzieht. Jetzt kommen langsam die Frühsommerstauden. Dann kommen die Rosen, sind am Aufbrechen. Die laufen dann bis zum zweiten Florball bis in Oktober rein. Dann kommen noch die Fetthinne zu, Sedum, Spectabilis Carmen, Echinacea purpurea alba, das ist dann weiß. Dann ist es pink-weiß-blautöne. Also wir können die Naturgärten nicht nur mit heimischen Gehölze oder heimischen Stauden machen. Da ist unsere Vielfalt und unsere Ansprüche Stauden einfach zu klein. Also wir müssen da schon auf zum Beispiel Präriestauden, die aus der nordamerikanischen Prärie kommen und die unheimlich Trockenheit vertragen. Und tatsächlich durch den Klimawandel, durch die anhaltende Trockenheit, sind diese Stauden für uns unverzichtbar. Aber bei den Steinen wird's wieder heimisch. Wir verwenden viel heimische Materialien. Das ist bei uns in der Gegend Muschelkalk aus dem Fränkischen. Wir verwenden der weiße Jura aus dem Altmühltal. Also die müssen einfach frosthart sein. Und unter anderem auch beziehen wir antikes Steinmaterial, also so wie Felsmaterial für Mauern, als auch Plattenmaterial. Antik heißt, es ist ausgebaut worden durch Abbruchunternehmen. Das wird dann in Gärten wieder praktisch recycelt. Besonders reizvoll ist es in einem Garten, mehrere Sitzmöglichkeiten zu haben, um jede Tageszeit zu genießen. Es gibt wohl keinen Lieblingsplatz im Garten. Das sind verschiedene Plätze, die wir gerne nutzen, je nach Jahreszeit, je nach Uhrzeit, je nach Sonnenszeit. Ich liebe zum Beispiel einen Schatterplatz, so einen Feierabendsitzplatz haben wir. Das ist hinter der Hallig nach Westen ausgerichtet mit unserer weinberankten Laube. Dort scheint nur am Abend die Sonne rein. Tagsüber haben wir Schatten, am Abend haben wir noch die letzten Sonnenstrahlen. Wenn ich meine Ruhe suche, gehe ich gerne auf unsere Hauptterrasse in die Hängematte. Das ist auch ein Schattenbereich. Ich kann mit dem Liegestuhl in die Sonne. Also man muss wechseln im Garten. Man muss einfach die Plätze so nach und nach, wie man mit dem Garten groß wird, wie man den Garten lebt, kann man nachhinein immer noch so Plätze anlegen. Galabau Baden-Württemberg. Wir machen das. Schon lecker und der Garten erinnert mich ein bisschen an den Garten meiner Mama. Da kann man auch überall ein bisschen naschen. Da Himbeeren, da Erdbeeren und da auch noch Johannisbeeren. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann zeigen wir euch, was man aus alten Balken so alles machen kann. Holz ist der älteste Baustoff der Welt und dieses Jahr war Holz knapp und die Preise sind richtig angestiegen, was manches Bauvorhaben auch so richtig teuer macht. Das Ganze interessiert Maximilian Ried aber überhaupt nicht. Der holt sich aus alten Häusern die Balken und macht daraus neue Möbel. Helen Bayer berichtet, wie das so alles geht. Also es ist halt kein Tisch wie ein anderer. Also es ist jedes Mal eine andere Ausführung, obwohl es vielleicht dasselbe Maß hat und dasselbe Holz. Altholz ist immer eine spannende Kiste, wie es dann tatsächlich rauskommt. Denn egal ob Tisch, Bett oder Wandverkleidung, hier bekommt man historisches Dachgebälk aus dem Schwarzwald in neuem Design. Man muss die rustikale Ader des Holzes mögen, denn keiner kann genau sagen, wie das Möbelstück am Schluss aussehen wird. Aber eins ist klar, besonders ist es auf jeden Fall. Wir arbeiten nur mit historischem Dachgebälk und wir haben mit Neuholz absolut gar nichts mehr zu tun. Das heißt, wer bei uns Möbel in Auftrag gibt, und das ist relativ egal, ob das ein Bett ist oder eine Wohnungseinrichtung oder
einen Ferienwohnkomplex mit uns plant. Also auch die Dimensionen sind relativ egal. Das Ausgangsprodukt ist immer dasselbe, nämlich historisches Dachgebälk. Und das bedeutet, dass unsere Arbeitsweise, die Rustikalität dahinter, gewollt sein muss. Bis zu 5 Tonnen Altholz fallen im Schwarzwald jährlich an. Bei Altholzschreiner Maximilian Ried aus Winden im Elztal wird aus den rustikalen Balken und Brettern in Handarbeit etwas ganz Neues. Ein weiteres besonderes Gadget, jedes Stück hat seine eigene Story. Altholz ist ja per se nicht Altholz. Also wir arbeiten nicht mit einfach nur wurmstichigem alten Gebälk, sondern Altholz hat immer eine Historie und die wollen wir auch wissen. Und da steckt dann unser Idealismus dahinter, dass wir dann auch wirklich nur Holz mit verifizierter Geschichte verarbeiten. Wenn der Kunde es wünscht, wird dieses sogar mit eingebrannt. Der große Schatz hier kam aus dem Odenwald aus der Nähe von Moosbach und ist Jahrgang 1828. Das ist wirklich gut, das passt. Neumodische Anlagen und große Maschinen sucht man hier in der Werkstatt vergeblich. Handarbeit ist angesagt und das auch bei Tischen mit Übermaß wie dem aktuellen Konferenztisch. In der Feinarbeit werden später nur noch die groben Löcher und Risse ausgebessert. Es soll ja nicht die Echtheit des Holzes verloren gehen. Doch bis die zwei Schreiner mal an diesem Punkt sind, vergeht seine Zeit. Wir haben einen wahnsinnig großen Vorprozess, bis das Holz bei uns im Lager sitzt. Also wir müssen auf die Baustelle fahren, müssen das angucken, vielleicht ein zweites Mal. Dann holen, dann wird das alles aufgearbeitet, heißt, es wird alles entnagelt, tiefenentnagelt, getrocknet, dass wir eine Gewährleistung haben auf Schädlingsbefall und mitunter eventuell noch ein Sägewerk, dass wir einzelne Dielen haben für unsere Tischplatten. Dann erst kommt es zu uns ins Lager. Das kann schon mal 3 Monate rumgehen, bis wir das Material von der Baustelle im Lager haben. Und dann geht aber alles ganz schnell. Innerhalb 1 bis 2 Wochen und der Kunde kann sein neues Schwarzwälder Stück abholen. Denn nach der Feinarbeit wird nur noch geölt und das Möbelstück kann den Besitzer wechseln. Und somit findet ein weiterer Teil Schwarzwald ein neues, schönes Zuhause. Liebe Helen, vielen Dank für die schönen Einblicke und den Beitrag. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir hatten ein paar spannende Themen für euch dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet. Dann hat die Redaktion diese Themen für euch. Tschüss. Zeit für einen neuen Sitzplatz im Garten? Wir begleiten eine Gartengestaltung mit überzeugendem Vorher-Nachher-Effekt. Silke zeigt uns in einer neuen Folge, wie ihr mit ein paar Handgriffen ein schönes Holztablett basteln könnt. Besonders schick wird's mit einer individuellen Tätowierung.